Also manche Menschen sehen das als Nachspielzeit, wenn man Ü30 ist. Leider immer noch. Es heißt immer noch, vor allem bei Frauen, gewisse Dinge dürfen nicht getan werden, nicht gesagt werden, nicht gemacht werden, nicht angezogen werden. Und das nicht nur von fremden Leuten, sondern ganz oft aus einem sehr engen Umfeld. Ja, ich saß letztens mal mit meiner Freundin und das war nicht so nett. Oh Gott, schau mal, wie süß sie ist. Krass, wie groß sie schon geworden ist. Und diese süßen Stiefel. Die habe ich ja letztens gekauft, so süß. Und pass auf, oh, hier rutscht sie alleine. Das traut sie sich schon. Krass, aber in dem Alter, dass sie schon alleine rutschen kann. Die meisten können doch nicht mal laufen. Du kennst dich voll gut mit Kindern aus, obwohl du gar keine hast. Mega gut. Ich habe Nichten und Neffen. Ja, aber das ist ja nicht dasselbe. Schau mal hier. Oh. Ah ja, und sie fängt jetzt an zu malen. Schau mal, ich finde, man sieht schon, dass das ein Hase sein soll. Sind da die Ohren? Und irgendwie sehe ich was in den Bildern. Hier, auch vor allem bei dem, dieser Farbverlauf. Wir haben uns echt schon gedacht, ob sie vielleicht hochbegabt ist oder so. Vielleicht schreibst du sie einfach schon mal ein auf die Warteliste für die Kunsthochschule. Das ist viel zu früh. Aber ich meine, woher sollst du es wissen? Oh, wie ein Engel. Also ich muss schon sagen, wenn ich so Bilder von Maya sehe, dann wünsche ich mir vielleicht doch noch irgendwann mal Kinder. Das ist schon schön. Warte mal, du? Mit wem wirst du jetzt ein Kind kriegen? Ich meine, du bist Ende 30? Hm. Oh, oh. Tut weh, oder? Ja. Ja, es tut einfach ganz doll im Herz weh. Wie hättet ihr auf so eine Situation reagiert? Kopfnuss. Du schon. Kopf, was hast du gesagt? Kopfnuss? Kopfnuss, ja. Krass. Nee, das war natürlich nur metaphorisch gemeint. Aber das hinterlässt doch Schmerzen. Wahnsinn. Ja, du hast ja recht. Ja. Das ist echt ein toughes Mädel, du. Nee, ich, einfach Aggressionspotenzial ist da. Ja, verstehe. Die Energie muss raus. Und was vielleicht auch einmal gesagt werden muss, allgemein Frauen darauf anzusprechen, wann sie Kinder bekommen wollen, ob sie überhaupt noch Kinder bekommen wollen, ob sie jetzt wirklich noch Kinder bekommen wollen in dem Alter. Einfach nein, weil man weiß nie, aus welchem Grund Frauen vielleicht gerade keine Kinder haben wollen, bisher noch nicht konnten, nicht wollten. Ich finde, das ist so eine private, intime Frage, dass die einfach gar nicht gestellt werden sollte. Aber es gibt ja auch noch Alternativen. Zum Beispiel? Ich war ein Pflegekind. Ja. Also von daher Kinder adoptieren, Kinder zur Pflege aufnehmen. Wenn es irgendwie biologisch nicht mehr klappt, gibt es die Alternative noch. Und das ist auch gut so, weil am Ende geht es um Liebe. Meine Schwester hat immer gesagt, am Ende sind wir alle hinter der Liebe her. Und da hat sie recht gehabt. Ich habe auf meine eigene Art und Weise reagiert darauf. Weißt du, wenn ich die Bilder von Maya so sehe, dann überlege ich schon, vielleicht auch mal Kinder zu bekommen. Das ist schon schön. Du? Mit wem wirst du denn jetzt noch Kinder kriegen? Ich meine, du bist Ende 30? Entschuldigung, ich habe dich gerade akustisch nicht verstanden. Meine biologische Uhr tickt so laut. Großartiger Konter übrigens. Was ich eigentlich so erschreckend finde, und das ist ja ganz oft so, dass Frauen Frauen kritisieren. Und das ist, man haut dann ja immer auf die bösen Männer drauf. So, nein, Männer sind auch toll übrigens an dieser Stelle. Ja, wirklich. Auch. Immer dieses Männer-Bashing. Du hast das auch so betont. Ja. Auch aber warum dann auch noch von einer Freundin und das, oder aus einem erweiterten Freundeskreis? Das finde ich am schlimmsten. Also, dass man da kein Feingefühl für hat, das ist schon traurig dann. Ja, vielleicht sollten wir uns alle ein bisschen mehr sensibilisieren für solche Themen einfach. Wann gab es in eurem Leben so eine Situation vielleicht im Freundeskreis? Fällt euch da irgendwas ein? Mir fällt was ein. Erzähl. Aber es war nicht meine Freundin. Sondern es war Schari. Nee, das war meine Frauenärztin. Ah. Echt? Ja, es ist jetzt vielleicht sehr, sehr intim, aber also im wahrsten Sinne des Wortes sehr intim. Gut, die zwei Zuschauer hier. Genau. Sondern sind ja schon Freunde da. Nee, ich bin zur Frauenärztin gegangen und ich wollte eigentlich nur ein Rezept haben für die Pille. Und dann hat sie mir ungefähr eine Viertelstunde lang erklärt, dass ich ja eigentlich die Pille absetzen müsste, weil ich bin dann jetzt ja bald 30 und ich muss auf jeden Fall bald die Pille absetzen, weil sonst kann ich nicht mehr schwanger werden. Was sind denn eigentlich deine Pläne? Willst du denn nicht schwanger werden? Möchtest du keine Kinder haben? Und ich saß einfach nur die ganze Zeit auf diesem, Entschuldigung,
So. Ach so, ja. Ja, also wenn Sie einfach kurz einmal die Untersuchung durchführen könnten und mir dann das Rezept geben könnten, dann wäre das wirklich sehr freundlich von Ihnen. Hast du das wirklich so gesagt? Ich habe gesagt, ich habe keinen Partner aktuell und ich würde ungern irgendwie jetzt irgendeinen dahergelaufenen nehmen. Aber wenn Sie sagen, das habe ich so gesagt. Das war dann relativ unangenehm, weil sie mich halt währenddessen noch untersucht hat. Du gehst jetzt auch nicht immer nur zum Frauenarzt, weil du Kinder bekommen willst. Es gibt auch andere Probleme, die man hat als Frau. Also ich hatte keine Probleme, möchte ich noch mal kurz sagen. Okay, natürlich nicht. Aber die Gesellschaft erwartet ab einem gewissen Alter von uns einfach Dinge, die unmöglich sind. Und was haben wir daraus gemacht? Richtig, ein Spiel. Und deswegen spielen wir jetzt Best of Six. Kommt einmal mit mir rüber und ich erkläre euch, wie es funktioniert. Okay, seid ihr bereit? Mhm. Ich lese euch jetzt Fragen vor, die ab einem gewissen Alter einfach immer wieder gestellt werden, die wir alle nicht mehr hören wollen. Ja. Nie haben wir die passende Antwort. Jetzt ist dieser Moment gekommen. Ihr könnt jetzt die geilsten Antworten bieten, die ihr vorher noch nie in eurem Leben gegeben habt. Okay. Wer zuerst buzzert, darf. Okay. Wer zuerst 4 Punkte hat, gewinnt. Ja. Okay? 8 Plätze fertig. Warum trägst du in deinem Alter eigentlich noch keinen Ehering? Der Klunker ist so schwer, dass ich Angst habe, dass ich damit umkippe. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja. Der war gut. Ja, doch. Den Punkt geben wir. Ja. Hier kommt der nächste Satz. Warum wohnst du noch nicht in einem Haus mit weißem Gartenzaun? Hey, wer macht denn? Also, ja, sag. Weil mir die Farbe lila viel besser gefällt. Sorry, der war so einfach, so flach war der. Aber wer macht denn solche Sprüche? Ja, egal, das ist so. Dumme Menschen. Blöde Menschen. In deinem Alter hatte ich schon 2 Kinder. Warum hast du noch gar keins? Ja. Nicht aus Höflichkeit, hier geht's ums Spiel! Weil ich mit 12 noch nicht schwanger werden wollte. Oh. Der war wirklich gut. Ob der zu hart ist. Der war wirklich gut. Ja, aber der war richtig gut. 2:1 für Shari. Warum hast du denn in deinem Alter immer noch keine höhere berufliche Position? Weil der Zufall es so wollte, dass ich nur 1,60 Meter klein bleibe. Ja, okay. Wer halt einfach 100 Jahre lang Wissen macht A moderiert, hat halt auch einfach ein Repertoire am Start. Richtig. Lecco mio, ey. Ja. Sehr gut, sehr gut. Es steht 3:1. Ja. Wenn sie jetzt noch einmal einen Punkt macht, dann hat sie gewonnen. Also entweder reichst du dich jetzt zusammen. Ja. Ich bin ein Siegertyp. Konzentration, bitte. Ich bin eher der Teamplayer-Typ. Ja, okay. Wieso fährst du eigentlich in deinem Alter immer noch so ein kleines, gebrauchtes Auto? Oh, schade. Das ist jetzt vielleicht kein krasser Konter, aber ich fahre einen umgebauten Ford Transit und das ist ein LKW. Also was ist dein scheiß Problem? Okay, ja. Ist wirklich ein LKW? Ja. Geil. Zählt das überhaupt als Konter? Weil, also, ja, na klar, das ist ja auch die Wahrheit. Das ist noch größer als dein scheiß SUV, bitch. Ja, Mann. Gut. Aber hast du den selber umgebaut? Ja. Schwör? Ja, schwöre. Krass. Gut. Okay, weiter. Wieso gehst du eigentlich in deinem Alter noch so oft feiern? Solltest du nicht mal langsam zur Ruhe kommen? Ha! Weil ich schon immer 4:2 gegen Rachel gewinnen wollte. Oh! Lassen wir den als Konter gelten? Konter ist Konter. Ja, okay, wir lassen den gelten. Konter ist Konter. Ja, die Regie hat gerade... Ich wollte was anderes sagen. Was hättest du denn gesagt? Ich wollte sagen, weil ich doch irgendwo meine zukünftige Pflegekraft finden muss. Der war auch gut.